or not, over. Are you kidding me? I don't know. Das ist mal ein Strand. Die breiteste Sandbank Deutschlands. Hier ist reichlich Platz für Robben, um Strandbuden zu verstecken und für ein entspanntes Leben mit Hammer statt Glamour. Eine wunderbare Sache. Statt protziger Yachten Boote aus Pappmaché. Am Rum ist anders. Das ist kein überfluteter Wald. Überall zwischen Amrum und dem Festland ragen solche langen, dünnen Äste aus dem Meer. Seezeichen, sogenannte Pricken. Sie markieren den sicheren Weg durch das gefährliche Watt. Im Frühjahr müssen die Männer vom Wasser- und Schifffahrtsamt die Wasserstraßen überprüfen und die Pricken neu setzen. Wolfgang Stöck ist der Chef des Pricken-Setzkommandos. Diese Woche sind die Bedingungen optimal. Mit der Lev-Taifun fahren sie raus zum Einsatzgebiet. Brücke. Ja, eins Klo, verstanden. Die Männer haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wasser nördlich von Amrum einen neuen Weg durch das Watt gebahnt hat. Diesen Weg will Wolfgang Stöck heute finden. Das Watt ist sehr veränderlich und es verändert sich natürlich. Das ist ein weiches Sandwatt hier oben, hier gerade speziell. Und da muss man jedes Jahr praktisch neu die richtige Furt finden. Das ist also die Schwierigkeit, die dabei ist. Da werden wir dann vor Anker gehen und jetzt ist ja hier eigentlich diese Umfahrung hier, das ist so eine kleine Stelle, die ist hier viel tiefer geworden und das werden wir jetzt also umsetzen. Und ob wir das heute noch alles schaffen, ist so ein bisschen fraglich, müssen wir mal gucken. Die neue Furt durchs Watt kann man nur bei Niedrigwasser erkennen. Das Wetter und sogar die Mondphase müssen stimmen, denn nur rund um die Springtide können sie ihre Arbeit erledigen. 90 Minuten, dann ist das Wasser wieder aufgelaufen. Bis heute kommen diese langen Hexenbesen zum Einsatz, wegen einer überraschenden Eigenschaft. Dieser Besen hier oben, diese veraltete Technik, die harmoniert total gut mit dem Radargerät von modernen Schiffen. So wie auf diesem Schiff, wo wir jetzt so drauf sind. Jeder kleine Ast wirft das Echo hervorragend zurück und es gibt einen wunderbaren Punkt auf dem Radarschirm. Gleich ist Niedrigwasser. Dann können die Pricken neu gesteckt werden. Auf der Westseite Amrums ist kein Watt, sondern der breiteste Strand Deutschlands, der Kniepsand. Von der Strandbar Seehund aus ist das Meer nur ein Streifen am Horizont. So, Jubi, mal hier, ne? Ja. Im Frühling ist der Kniepsand für den Kneipenwirt Holger Leverenz der zweite Arbeitsplatz. Holger ist auch der Seehundjäger von Amrum. Seine Tochter Kira hübscht gerade die Sitzecke auf. Die Augen aber schön glänzend machen, ne? Ja. Das ist euer Leben. Muss man einen Namen geben, ne? Den Burschen. Holgi. Holgi? Nein. Aha. Nicht Holgi. Sobald es klingelt, muss Holger alles stehen und liegen lassen. Rettungseinsatz. Alles klar. Wo liegen die denn? Im Frühjahr stranden viele Robbenbabys auf der Insel. Wenn die Muttertiere zu lange wegbleiben, sind die Heuler schutzlos und werden immer schwächer. Wer verlassene Heuler sieht, meldet sich bei Holger. Hier vorne liegen sie schon, die beiden. Holger muss abschätzen, wie lange die Tiere schon allein sind und wie groß die Chance ist, dass die Mutter zurückkommt. Diese beiden hier sind zumindest noch bei Kräften. Ja, alles gut.
weit und breit kein Seehund zu sehen. Und deswegen ist es eindeutig, dass die verlassen sind. Und die würden jetzt richtig abnehmen, weil sie nicht gesäucht werden. Und deswegen nehmen wir sie auf und schicken sie nach Friedrichskoog, dass sie da dann aufgepäppelt werden. Und dann gehen sie auf Reise wieder auf hoher See. Wenn sie beißen wollen, dann wollen sie bestimmt. Da hilft ein Gummihandschuh nicht. Nee, das stimmt. Aber wollen wir hoffen, dass die gute Laune haben. Zuerst nimmt sich Holger den besonders widerspenstigen Heuler vor. So, Nummer eins. Im vergangenen Jahr wurde der Seehundjäger von einer Kegelrobbe übel gebissen. Und der ist friedlicher. Ja, alles gut und sicher. Ja, Seehundjäger heißt das ja noch, obwohl wir sind nicht die bösen Jäger, die alles totschießen. Die Hauptaufgabe ist eben sowas zu machen. Das bringt ja auch Spaß. Und da machen wir auch was Gutes. Gut eingepackt für die Reise. Holger bringt seine Schützlinge jetzt zur Fähre. In Dagebüll auf dem Festland werden die Heuler dann in Empfang genommen und zur Seehundstation transportiert. Holger kann sich dann wieder seiner Kundschaft in der Strandbar Seehund widmen. Zwischen Amrum und dem Festland liegt das Wattenmeer, UNESCO-Weltnaturerbe. Der breite Kniepsand im Westen ist eine Sandbank, die sich direkt neben der Insel aufgebaut hat. Früher lebte die Insel von der Seefahrt und auch von der Strandräuberei. Mal eben ein paar Seezeichen falsch setzen oder ein Feuerchen machen und schon war wieder ein Schiff im Watt gestrandet. Heute leben die Amrumer davon, dass ihre Insel so hübsch ist. Das Prickensetzkommando hat es fast bis an die Nordspitze der Insel geschafft. Pünktlich, gut eine Stunde vor Niedrigwasser. Wolfgang Stöck will hier von Bord, um die neue Fahrrinne zu finden. Jetzt kommen Wolfgang und seine Mannschaft nur mit dem kleinen Arbeitsboot weiter. Das flache Boot hat einen besonders starken Motor, damit es sich selbst befreien kann, wenn es im Watt stecken bleibt. Dort, wo die Fahrrinne ins Meer mündet, stoppt das Setzboot. Ab hier geht es zu Fuß weiter. Scheint es noch aktiv zu sein. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Ja, das sieht gut aus. Jo, wir suchen jetzt die richtige Furt und stecken jetzt schon mal den Weg, den wir jetzt so schon feststellen können, mit diesen Fluchtstangen aus. Und nachher, wenn das Wasser aufgelaufen kommt oder aufläuft, dann fahren wir mit unserem Barkensetzboot hin und dann stecken wir genau an diese Stellen, wo wir jetzt die Fluchtstangen haben, dann unsere Stangenschifferzeichen hin. Nur bei Niedrigwasser kann man die Fahrrinne erkennen und markieren. Jetzt läuft die Uhr. 10 vor 11, eine Stunde haben wir ja noch. Ja. Im vorigen Jahr hat ein Sturm einige Pricken weggefegt. Prompt blieb am nächsten Tag die Fähre nach Sylt stecken.
und auch noch eine zweite Fähre, die zu Hilfe kommen wollte. Ohne Pricken geht im Watt eben gar nichts. Die Flut kommt. Wolfgang und seine Mannschaft eilen zum Boot zurück. Super, hervorragend. Wir haben eine gute Rinne gefunden. 40 cm unter normalem Niedrigwasser. Und dann haben wir auch noch diesen Ostwind dazu. Also das wird bestimmt eine ganz gute Rinne werden. Also das war sehr erfolgreich. Bei auflaufendem Wasser fahren die Männer die frisch markierte Strecke ab. Sie sammeln die Markierungsschlangen ein und bohren mit der Hochdruckwasserlanze bis zu 2 Meter tiefe Löcher in den Wattboden. Da kommen die Pricken rein, und zwar möglichst schnell. In diesem Frühjahr haben die Männer schon mehr als 1000 Stück ins Watt gepflanzt. Ab und zu muss man die Stange noch mal ein bisschen festhalten, damit sie nicht wieder auftreibt. Und dann macht der Wattboden und saugt sich fest. Und so ist das Wattenmeer vor Amrum wieder sicher für den Schiffsverkehr. Freie Fahrt für die Fähre. Auf Amrum gibt es eine alte, nur zähneknirschend geduldete Tradition. Weit draußen auf dem Kniepsand und in den Dünen stehen Strandhütten aus Treibholz. Zum Urlaubsende werden die Hütten wieder auseinandergebaut und die Einzelteile im Sand verbuddelt. Früher entstand hier jeden Sommer eine ganze Siedlung. Doch es gibt sie noch, die Strandburgenbauer. Jedes Jahr graben sie ihre Hütten wieder aus. Wie Ingo Peters. Aber der muss seine erst mal finden. GPS ist nicht mein Ding. Wir machen das mit einer Kreuzpeilung. Da gibt es Fixpunkte auf dem Land, an der Dünenkette. Und wir haben Punkte hier auf dem Kniep. Und da, wo die Punkte sich treffen, als Kreuzpeilung, da liegt unser Holz vergraben. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Holger, der Seehundjäger, ist auch mit von der Partie und traut der Sache nicht so richtig. Wo ist denn deine Hütte jetzt? Hier irgendwo müsste das sein. Der Pfeilpunkt, der stimmt in etwa. Der Pfeilpunkt stimmt. Hört ihr das? Stein. Nein, Stein. Holz. 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 Grab doch mal, Holger. Glaub ich dir. Da ist Holz. Da ist Holz. Hast du denn das? Das ist 1 Meter tief, oder? Oh. Ingo, Holger und die anderen machen sich an die Arbeit. Gestern war Sturm. Der Sand und das Holz sind nass und schwer. Ingos Frau Birgit hat am ersten Urlaubstag ein wenig getrödelt. Habt ihr etwa das Holz schon gefunden, Ingo? Nein. Was? Boah, ich mach das wieder. Komm, geh mal weg da. Ja. Ich muss arbeiten. Oh nee, du, das ist aber wieder eine Begrüßung. Birgit liebt Amrum. Hat aber ein wenig gedauert. Ich habe die ersten Jahre immer gedacht, ich möchte endlich mal woanders hin. Und irgendwann ist es dann so gewesen, dass ich einfach nur noch hierher wollte. Wir haben auf der Fähre schon fast geheult, wenn wir Amrum sahen und waren nur glücklich, dass wir endlich hier waren. Strandburgen dürfen ausschließlich aus Treibgut gebaut werden. Extra was hinschleppen ist verboten. Nee, wir müssen weiter nach da. Also hier ist nichts. Wie groß ist deine Hütte denn? 2 mal 3. Ja, aber hast du die auf 150 Quadratmeter verteilt? Ja. Ja. Das muss so sein. So, hier scheint irgendwo zu Ende zu sein. Da. Ja. Also hier wird irgendwo das Ende sein. Also da, wo jetzt gebuddelt wurde, bis hier, da müsste das Holz liegen. Das ist nicht nur Holz. Ich habe den Eindruck, du hast hier eine Leiche vergraben, du. Klaus und Holger wissen jetzt um die Größe der Aufgabe. Das hier ist unser. Holger, wenn wir hier fertig sind, dann gibt es einen Pharisäer. Ja, aber mindestens. Ja, mindestens. Und Krabbenbrötchen. Oh. Ja. Ich kenne einen Laden, der verkauft du. Also, dann buddel ich auch, bis ich umfall. Oh. Nee, das nee, klar. Nee. Ja. Fenster haben wir auch schon.
Fehlen nur noch die Gardinen. Ich sag mal, das ist unser Parkettfußboden. Eine Friesenpforte, die habe ich vor ungefähr 20 Jahren am Strand gefunden. Richtig vorne an der Flutkante. Und ich bin ganz fürchterlich schnell gerannt, damit uns sie keiner von den anderen Budenbesitzern klaut, weil die so schön war. Und seitdem ist das ja unser Fußboden. Und man hat immer auf dem Holz warme Füße. Das ist das Angenehme. Das Holz wird in Tipi-Form aufgestellt. Bis morgen ist es hoffentlich trocken genug, damit Ingo seine Strandburg wieder aufbauen kann. So. Holger, hast du auch schon einen? Nee. Klaus, hast du einen? Herzlichen Dank. So. Kippen wir noch, ne? Ja, Prost. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ne? Prost. Oh, Grünkehlchen. Wie so erst Rotkehlchen schmeckt, ne? Ja, hab ich auch nicht dabei, sonst hätte ich dir es gegeben, Holger. Andreas Thaden ist Krabbenfischer. Vor 17 Jahren hat es ihn nach Amrum verschlagen. Er ist geblieben, denn hier hat er keine Konkurrenz. Ich bin der einzige Fischer. Ich finde, das ist auch ausreichend, weil so groß ist die Insel nicht. Ein Fischer reicht. Wenn Andreas die Netze draußen hat, muss er nur noch hin und her fahren. Dann hat er viel Zeit zum Nachdenken. Und beim Denken kommen ihm manchmal Ideen. Und diese Ideen setzt er manchmal um. Andreas ist nämlich nicht nur Fischer, sondern auch Erfinder. Das ist eine Möwenvergrämungsanlage. Bei diesen unkontrollierten Bewegungen kriegen die Möwen ein bisschen Angst und halten Abstand. Und benutzen mein Schiff nicht als Zielobjekt. Gerade tüftelt Andreas an einer neuen Erfindung. Seine Idee? Mit der Abwärme des Schiffsmotors Nordseewasser verdunsten zu lassen und so Amrumer Sel de Mer herzustellen. Meersalz. Noch ist die Anlage in der Entwicklungsphase. Meine Wochenproduktion lag in der ersten Woche bei unter einem Kilo. Und ich habe sie jetzt gesteigert auf 3 Kilo. Und jetzt versuche ich mal, das Salz zu ernten. Ich habe vor kurzem mal bei schönstem Wetter Salzwasser verdunsten lassen und hatte plötzlich die Pyramidenform. Da war das Kristall von der Oberfläche richtig viereckig nach unten spitz zu. Da will ich eine Sonderedition von machen. Sonderedition halt ein bisschen teurer, ne? Die Wasserqualität um Amrum ist hervorragend. Andreas hat sein Salz sogar schon testen lassen. Bestnote, sehr gut. Das nächste, was ich gerne erfinden würde oder einen guten Tipp haben, ist für die Zentrifuge. Mir ist nichts Besseres eingefallen, als diese Salatschleuder ein bisschen umzubauen. Aber die Salatschleuder von der Technik ist das ein super Ding. Aber sie ist ja nicht für das Gewicht ausgelegt. Die 3 Salatblätter, die da in der Runde fliegen und das bisschen Wasser wegmachen, das ist es nicht. Aber im Moment habe ich nichts geeignet. Nehme ich das von oben ab und fülle jetzt dieses körnige, feuchte Salz in meine Zentrifuge. Und werde das jetzt zentrifugieren. Hier kann man jetzt sehen, wie viel Wasser aus diesen 4 Löffeln rausgekommen ist. Ne? Das Amrumer Meersalz ist noch echte Handarbeit. Und Handarbeit macht Spaß. Normal mache ich das jetzt schön glatt. Sieht doch geil aus. Eigentlich wollte Andreas nur die lange Zeit an Bord totschlagen.
Aber jetzt hat er sich noch zusätzliche Arbeit an Land aufgehalst. Ich weiß ja, dass ich die Arbeit habe und meine Frau mehr oder weniger für die Finanzen zuständig ist. Und nun dachte ich aber, sie würde das abpacken und etikettieren und auch übernehmen. Aber als ich jetzt zu Hause war, hat sie gesagt, wir wollen abpacken. Und dann saß ich da und hab abgepackt, dann hat sie mir ein Glas Rotwein dahingestellt und dann war sie weg. Auf Amrum wird Ömran gesprochen, ein Dialekt des Friesischen. Alistair Walker kommt deswegen jedes Jahr hierher, denn der Schotte ist Experte für Friesistik. Man kann sagen, können wir lieren, können wir dann Fresken Strotennomen lieren, können wir Fresken Lied was lieren, können wir Fresken dann Sitten was lieren und so weiter. Und also dann kann ich sagen, man kann sagen, wir auch gemeinsam haben. Wenn wir die Dialekte vergleichen, Fering und Ömrang, Fering Tarab leben und Ömrang. Ja, das ist der Zarab, so ist die Ur-Zarabswei. Zarabswei, das ist ein englisches Thorp, ein Kliesthorp und so weiter. Ja, das ist interessant. Amrum war immer eine Seefahrerinsel. Zu klein, um alle Bewohner durchzufüttern. Also fuhr man in die weite Welt hinaus. Die sprechenden Grabsteine auf dem St. Clemens-Friedhof in der Gemeinde Nebel zeugen davon. Sie erzählen Lebensgeschichten von Kapitänen und Walfängern. Die trugen die friesische Sprache in die Welt. Alistair hat friesische Einflüsse im Englischen entdeckt und auch im Scots, im Schottischen. Genau darüber hält er heute einen Vortrag im Ömranghus, einem Museum. Ein Beispiel, die Kirche. Wie heißt die auf Ömrang? Die Kirche. Ömrang? Sarg auf Höhe. Sarg auf Ömrang. Und auf Plattdeutsch? Plattdeutsch für Kirche? Karg. Karg. Karg sagt man. Karg, richtig. Meine Mutter als Schottin sagte immer Kirk. Kirk. Gut. Was essen wir zu Weihnachten? Was heißt Gans auf Ömrang? Gusseibe. Guss. Und zwei Gänse? Da habe ich Tauges. 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 Und auf Englisch? Goose. Goose. Und im Plural? Geese. Geese. Wunderbares Beispiel. Thank you. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Theorie und Praxis. Der Kurs wird fortgesetzt in der Blauen Maus, um das Schottische weiter zu verinnerlichen. Eine legendäre Whisky-Kneipe mit über 400 Sorten. Sünheit, zum Wohl. Aber Alistair muss sich heute Abend ein wenig zurückhalten, denn morgen ist er zum Golfen verabredet, zum Amrumer Golf. Im Watt. Einen Golfplatz gibt's hier nicht. Wir sind ja nicht auf Sylt. Geht's bitte nicht zu weit nach links rüber. Heute bei dieser schönen Ebbe eine wunderbare Sache. Wir werden jetzt geradeaus weiter durch den nächsten Priel gehen. Bei Niedrigwasser kann man von Amrum zur Schwesterinsel Föhr rüberlaufen. Dann geht's zu wie in der Fußgängerzone am Samstagnachmittag. Nur matschiger. Und in Unterhosen. Auf der anderen Seite der Insel, weit draußen auf dem Kniepsand. Ingo Peters musste seine Treibholztippis doch ein paar Tage trocknen lassen. Jetzt kann er seine Strandburg endlich aufbauen. Das ist Segen auf Norddeutsch. Passt. Solche Strandburgen gibt es auf keiner anderen deutschen Insel.
Die Siedlung wurde vermutlich nur deswegen geduldet, weil sie recht klein blieb und so weit draußen kaum zu sehen war. Irgendwann, als unser Sohn dann so 3-4 Jahre alt war, haben wir angefangen, Holz zu sammeln. Und dann ging das im ersten Jahr ziemlich primitiv und im zweiten Jahr dann aber schon mit einer richtigen stabilen Bude los. Der Pfosten da hinten an der Ecke, der ist genau 30 Jahre alt. Und hält und hält und hält. Ingos Strandburg steht zwar nur 4 Wochen im Jahr, ist aber dennoch eine Art Lebenswerk. Wenn die Bude steht, nach einer Woche normalerweise fix und fertig, dann gibt es immer noch was zu tun. Dann wird wieder Strandwanderung gemacht, Holz gesucht oder sonst was. Und immer wieder an der Bude gebaut. Bis zum Abbauen wird immer an der Bude gebaut. Urlaub ist Arbeit für uns oder für mich. Das passt nicht. Das passt nicht. Heike Peppmüller und ihre Freundin Sarah El-Bashar leben auf Amrum. Sarah ist Busfahrerin. Die beiden Insulanerinnen wollen auch mal Urlaub machen auf ihrer Insel. Sie sind die jüngsten Mitglieder der kleinen Strandburgsiedlung. Wir haben vor 2 Jahren schon mal so ein bisschen Hütte aufgebaut. Wirklich aus Treibgut und Holz, was wir da draußen gefunden haben. Und haben dann immer so gesponnen, ach, es wäre schon schön, eine komplette Hütte zu haben. Und wir kannten noch von früher ein Ehepaar, die haben da draußen eine Hütte vergraben. Und die haben wir dann gefragt, weil wir wussten, die beiden können nicht mehr so gut. Und der Herr Jansen hat ja gesagt. Oh, Lotta! Dann mussten die Frauen ganz schnell lauter neue Dinge lernen. Als erstes die Kreuzpeilung. So, das war eigentlich ganz einfach. Herr Jansen hatte uns das ja so schön aufgezeichnet. Der Pfosten, in Verlängerung siehst du das Quermagenfeuer. Und der Pfosten, der war ja erst vor kurzem weg, ja. Den hat er dann neu gesetzt. Da, wo Holger jetzt seine Strandbar hat. Und der Schnittpunkt hier und schon haben wir unsere Grube. Nur wir wussten da nicht, welche Ecke. Genau, wir mussten dann erstmal gucken, in welche Ecke wir weiter buddeln. Da Sarah und Heike von der Insel kommen, lassen sie die Hütte den ganzen Sommer überstehen. Heute muss die Bude dicht werden. Wichtig, denn auf dem Kniepsand kann es ganz schön wehen. Und die beiden haben keine Lust, ihre Sachen ständig auszubuddeln. Früher waren bis zu 15 Burgen hier draußen. Jetzt ist die Siedlung deutlich kleiner. Die Leute haben nicht mehr so viel Zeit im Urlaub. Und durch die Containerschiffe gibt es kaum noch Treibholz. Nichts fällt mehr über Bord. Holger, der Seehundjäger, ist wieder im Einsatz. Otti aus! Lotta, Schluss! Guten. Schluss! Hi. Hallo Holger! Hi! Hier wurde ein Heuler gemeldet. Habt ihr irgendwas gesehen hier am Strand? Nö. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt von da draußen, irgend von Gästen. Nee. Nichts gesehen. Dann will ich mal gucken fahren. Ja. Habe ich auch noch was mitgebracht? Echt? Ja. Eine Erfrischung. Holger! Guck mal. Ist halt immer so durstig, ne? Und so warm heute. Boah, ne? Holger! Schönes Bier vielen mit Dank. Kaltes, ne? Alles vielen klar. Dank. Vielen Dank. Gut, ich fahre mal weiter und guck mal, ja. Wo der Heuler ist. Ja, ne? Alles klar. Gut. Sarah und Heike freuen sich auf einen langen Kniesandsommer. Ja, Otti. Ja, richtig. In ihrer eigenen Amrumer Strandburg. Der Schotte Alistair Walker setzt seine Ömrang-Studien fort. Heute ist er zu einer Party Golf verabredet. Einen Golfplatz haben sie nicht auf Amrum, aber Platz haben sie reichlich. Der Schotte ist ganz zufrieden mit seiner deutschen Insel. Wunderschöne Strände, großartige Menschen, eine aufregende linguistische Situation, eine herrliche schottische Bar und ich kann auch noch Golf spielen. Was braucht ein Schotte mehr? Aber mal schauen, ob ich überhaupt den Ball treffe. Right.
Normalerweise spielen die Amrumer nicht gegen eine andere Nation, sondern gegen Föhr. Es gibt ein jährliches Turnier zwischen beiden Inseln. Man schlägt auf Amrum ab und locht auf Föhr ein. Oder umgekehrt. Wir haben jetzt, ich glaube, dreimal gewonnen und auch viermal die Föhrer. Der Pokal wandert zwischen den Inseln hin und her. Und einmal haben auch die Husumer den Pokal mitgenommen. Aber wir haben ihn wiedergeholt. Auch im Matsch kann Alistair bestens sein Ömrang vertiefen. Mit dem diesjährigen Wattgolf-Champion Erk Winkler. So, du bist hier dann also zur Schule gegangen, ne? Ja, ich kann hier zur Schule gehen. Und also hast du dann also in der Klasse also Ömrang snacket oder verwirrt? Ja, also wir haben auch noch, wie wir meistens haben hier von Uzarum kommen, wir haben Ömrang snacket. Hey, Lucky, Lucky Jens, Lucky Jens, hey? Okay, da. So, das ist dein Dannball, ne? Das ist mein Ball und weder, Spanien. Natürlich. Wattgolf spielt man nur mit einem Eisen, dem Siebener. Es geht darum, eine festgelegte Route mit möglichst wenig Schlägen zu schaffen. Ganz am Ende der Partie muss das einzige Loch schnell noch präpariert werden. Ingrid, du zuerst oder ich zuerst? Ich sehe das Loch gar nicht. Ach, da. Okay. Alles klar. Der Wechsel zwischen feinstem schottischen Green und matschigem Amrumer Braun ist Alistair nicht leicht gefallen. Aber so langsam hat er seinen Schwung gefunden. Das war der Siegesschlag. Wie viele Schläge? 74. 74. Auf Amrum gibt es nur eine Schule, die Ömrang School. Gegen Ende des Schuljahres freuen sich die Kinder der 5. und 6. Klasse auf etwas ganz Besonderes. Den Bootsbaukurs mit Peter Kreschke, dem Werklehrer. Hey, das ist ja schön, dass ihr da seid. Ja. Stellt euch hier an die Wand. So, wir müssen gleich mal die Arbeiten aufteilen. Wie kommen wir jetzt? Ja, los. Die Sechser arbeiten ja im hinteren Boot und die Fünfer bleiben hier vorne. Das Boot würde ich schön einschmieren vorher. Und dann, ja, ich gucke mal zwischendurch, aber das klappt schon bei uns. Die Boote werden nicht aus Holz oder Glasfaser gebaut, sondern aus Pappmaché. Hier müsst ihr mitkommen. Das ist eklig, weißt du das? Wieso? Es gibt ja schon seit vielen Jahren diese Papierbootregatta und wir haben von der Schule nie ein Boot gehabt. Und dann war immer schon die Idee, warum macht ihr nicht was im Werkunterricht? Letztes Jahr haben wir das Boot zusammengebaut, aber die waren natürlich so froh und verliebt in ihr Boot und so stolz, dass sie gewonnen haben, dass sie unbedingt ihr Boot behalten wollen. Und deswegen waren wir gezwungen, jetzt ein eigenes Boot zu bauen für die Fünfer. Jaap-Oke Taatsen ist ein erfahrener Papierbootsteuermann. Seine Mannschaft hat im letzten Jahr für die Ömrang School den Sieg geholt. Und zwar mit genau diesem Boot. Das war komplett heil am Ende. Das Einzige, was war halt am Anfang, dass wir eingestiegen sind und Wasser reingekommen ist. Und deshalb hier da überall ein bisschen aufgeflattert ist. Jaap-Okes Mannschaft braucht nur ein bisschen zu flicken. Die Fünfte muss komplett neu bauen. Wenn du von unten das randrückst und dann das so richtig rüberziehst mit Kraft. So, die Idee ist eigentlich, dass 8 Schüler rudern. Wir müssen natürlich mal gucken, wenn es im Wasser ist, wie das dann liegt, ob das dieses Gewicht verträgt. Und dass einer hinten steht mit einem Steuer, also mit einem Ruder, was rausgeht. Weil das wird sehr wahrscheinlich nicht so einfach sein, das zu navigieren. Also, dass man das wirklich um die Kurven kriegt. Ja, also jeder können schwimmen. Ja, alle können schwimmen. Naja, nicht alle, nicht alle. Doch, alle können schwimmen, nur nicht so gut. Da macht nicht alles so gut. Schicht für Schicht und Woche für Woche basteln die Kinder weiter. Auch in den Sommerferien. Bis zur großen Amrumer Papierbootregatta. Und plötzlich ist er da, der Sommer.
Die Mole auf der Wattseite der Insel ist kein Touristen-Hotspot. Nur die Inselkinder wissen, wann genug Wasser da ist, um hier ein bisschen Spaß zu haben. Der erfinderische Krabbenfischer Andreas Taden kommt zum Ausladen. Schon bildet sich eine Schlange an der Mole. Milu, Andreas' Frau, nimmt die frische Ware in Empfang. Der Fang war scheiße. Tja, das ist ja traurig. Mit dem Fang fährt sie zur Verkaufsbude, einer abgesägten Kutterkabine. Noch eine von Andreas' Ideen. Hier bietet Milo Krabben, Fisch und, seit neuestem, Andreas Amrumer Meersalz an. Morgen. Dienstags. Dann gibt es das erste Mal die Woche Krabben und dann wollen alle Krabben haben. Moin. Hallo. Heute nehmen wir Krabben. Gerne. Anderthalb? Anderthalb? Ja. Was als Hobby anfing, ist jetzt ein richtiges Geschäft. Mit leicht gesalzenen Preisen. Einmal Meersalz. Ich habe einmal 10 Gramm für 3,50 und 40 Gramm für 7,50. Also das Salz wird auf dem Kutter von meinem Mann von Hand geschöpft. Ja, ich habe schon gelesen. Ja. Schön. Und dann hätte ich so ein oberes Töpfchen Salz. Ja, gerne. Manche nehmen erstmal nur ein kleines mit und wollen es probieren. Und dann sind die so begeistert, fragen gleich nach größeren Mengen. 12,50 Euro sind das. Okay, na toll. Ach, das ist ja fein. Das ist ja Gott sei Dank fein. Ich habe gefürchtet, es wäre gröber, aber das ist gut so. Mhm. So, na. Bitte. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Heute steigt auf der Insel das große Amrumer Molenfest. Die Fähren sind schon seit Wochen ausgebucht. Auf dem Kniepsand herrscht eine ungewöhnliche Ruhe. Alle sind schon beim Fest. Heute werden die Kinder der Ömrang School mit ihren selbstgebauten Papierbooten zum ersten Mal in See stechen. Die White Pearl, der Titelverteidiger, ist startklar. Und das große Achterboot der 5. Klasse ist auch noch rechtzeitig fertig geworden. Also, jetzt mal hergehört. Ja, okay, alle mal herhören. Dieses Boot ist richtig schwer. Richtig. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass ihr vier hinten anfasst. Seid ihr soweit? Also, ho! Ja! Und nach hinten! Ich schaff jetzt los! Schön hoch da hinten! Steuermann Jaap Oke und seine Mannschaft sehen keine echte Konkurrenz für ihr Viererboot. Weil wir schon mal gewonnen haben. Also, und weil es wendiger ist. Es ist wendiger und wir können es besser koordiniert rudern. Ja, weil das sind 8 und wir sind 4. Ja, wir haben mehr Kraft. Der Mannschaft von Jaap Oke kann eigentlich nur der Dünentiger gefährlich werden. Das Zweierboot von der Satteldüne, eine Kureinrichtung für Festlandkinder. Die Ömrang School Kinder geben sich unbeeindruckt. Und wir haben es angemalt, die anderen nicht. Die Boote müssen jetzt zweimal um die Mole rum.
In der Papierbootklasse ist das Rennen auch gleichzeitig die Testfahrt. Alle 8 Kinder rein ins Boot. Erst dann weiß man, ob das Boot das Gewicht von 8 Kindern trägt. Nicht so schnell rein! Langsam und hopp! Und hopp! Und hopp! Langsam! Die Dünentiger haben leichte Schwierigkeiten. Die Papierschiffe der Ömrang School verhalten sich wie Boote. Die der anderen dagegen eher wie Pappkartons. Wir sind zurück! Das letzte Wendemanöver. Dann ab ins Ziel. Sieg für Jaap Oke und die 6. Klasse, auch in diesem Jahr. Alles gut! Wunderbar! Und das Achterboot der 5. schafft einen respektablen 2. Platz. Der Werklehrer Peter Kreschke ist stolz. Breites Grinsen. Also ich bin froh, dass beide unsere Boote durchgehalten haben. Und es war ein total spannendes Rennen. Und das Kleine hat gewonnen. Wunderbar. Aber das größere Boot, alle haben richtig Volldampf gegeben. Auch die Satteldünenboote fand ich auch gut, dass die dabei waren. Und die haben auch relativ lange durchgehalten. Nach der Aufregung entspannen sich alle auf dem Molenfest. Die ganze Insel ist dabei. Wolfgang, der Prickensetzer, Andreas, der Meersalzfischer. Ein Meersalz, wie das damit ist. Salz. Erk, der Wattgolfer. Und natürlich Holger, der Seehundjäger. Alles gut? Klar doch. Auf Amrum ist immer alles gut. Sünheit.